Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. So, wir machen weiter im Text. Wir waren letztes Mal bei Stufe 45 bei den Talenten. Wir gehen jetzt zu den Level 60 Talenten. Da gibt es wie immer drei Stück. Wir haben einmal die Hand der Reinheit, wir haben den unbeugsamen Geist und wir haben Erbarmen. Fangen wir mal bei der Hand der Reinheit an. Oh, schon wieder so viel zu lesen. Okay, legt eine Hand auf ein verbündetes Ziel und verringert 6 Sekunden lang seinen erlittenen Schaden um 15% sowie seinen erlittenen regelmäßigen Schaden um weitere 80%. Spielercharaktere können pro Paladin immer nur von einer Hand betroffen sein. 30 Sekunden Abklingzeit, 40 Meter Reichweite. Gutes Mana ist jetzt nicht die Welt, wir haben genug. Das ist also eine Hand, die wir zusätzlich bekommen. Zu unseren Handzaubern, die wir schon haben, kriegen wir also eine weitere. Eine Aufladung natürlich, wie es standardmäßig auch ist. Hier ist es so, wie ihr seht, wir verringern 6 Sekunden lang jeglichen Schaden um 15% und regelmäßigen Schaden, die sogenannten Dots, um 80%. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das miteinander sich verbindet. Fakt ist aber, es ist enorm. Also es ist wirklich enorm. Wenn man das zusammenrechnet, also spätestens wenn man gegen einen Gebrechenshexer oder gegen eine Eule spielt und die ziehen ihre ganzen CDs. Es hilft enorm. Oder wenn man 2, 3 Leute auf sich hat, im BG zum Beispiel oder im RBG, und man gibt jemandem die Hand, wird allein der Schaden der Dots so stark reduziert, dass die eigentlich kaum noch irgendwas ausmachen. Zusätzlich wird der gesamte Schaden nochmal um 15% verringert. Es ist eine sehr starke Hand. Allerdings hat jede Hand den Nachteil, es ist Magie, das heißt, man kann sie klauen, also die Magier können sie klauen und sie kann gereinigt werden, also gepurcht werden von anderen Klassen. Das ist der Nachteil des Ganzen. Aber trotz allem, sie ist sehr stark. Also sie wird sehr unterschätzt. Man kann das so schön als für sich selber auch kombinieren. Zum Beispiel, wenn man mit göttlicher Schutz verringert 8 Sekunden lang den erlittenen Magieschaden um 40%. Das heißt, man würde den Magieschaden um 55% verringern und Dot-Schaden um 80% nochmal. Man kann natürlich auch noch zusätzlich was machen. Man nimmt eine Glyphe mit, und zwar, das ist göttlicher Schutz. Und zwar macht die einfach nur Folgendes. Göttlicher Schutz wird dann jeden Schaden um 20% verringern. Anstatt nur Magieschaden. So, und dann hätte man zum Beispiel 15% von der Hand, also hier 15%. Durch die Glyphe hätte man nochmal 20%. Und als Retri, ich habe es jetzt hier nicht drin, weil ich im Moment viel am Probieren bin, nimmt man normalerweise noch die hier mit. Jedes Mal, wenn man ein Urteil des Templers, letztes Urteil natürlich auch, oder Exorzismus wirkt, kriegt man 6 Sekunden lang 10% weniger Schaden. Das heißt, wir würden 15 plus 20 plus 10, 45% weniger Schaden dauerhaft bekommen. Also beziehungsweise im 6 Sekunden, 6 Sekunden lang kriegen wir 55% weniger Schaden und 80% weniger Dot-Schaden. Plus die Vielseitigkeit, die wäre jetzt bei mir 11,3, ist ein bisschen höher in der Puppe, aber sind auch nochmal 5,65. Also ich zum Beispiel würde über 50% weniger Schaden bekommen für 6 Sekunden und 80% weniger Dot-Schaden. So, und dagegen könnten meine Gegner erstmal so groß nichts machen. So, es ist definitiv für sich selber sehr stark und auch für Mitspieler. Also man kann sehr viel Schaden rausnehmen, wenn sie nicht gleich gereinigt wird. So, nächstes Talent ist der unbeugsame Geist. Verringert die Abklingzeit eurer Zauber Gottesschild, göttliche Schutz und Handauflegen um 50%. Wenn man... Ja, gegen was war das, glaube ich? Gegen Caster Cleaves ist das, glaube ich, sehr praktisch. Beziehungsweise wenn man grundsätzlich einfach immer viel ins Gesicht bekommt als Retri, was ja nicht unbedingt selten der Fall ist, ist sehr praktisch, weil Gottesschild hat dann nicht 5 Minuten Cooldown, sondern 2,5 Minuten. Göttlicher Schutz hat nur 30 Sekunden Cooldown. Das heißt, man hat einen kleinen Def-CD, kommt auf die Gegner drauf an. Wenn das zum Beispiel Caster sind, macht es natürlich Sinn, keine Glyphe zu verwenden. Also nicht diese hier. Wenn es Melees sind, macht es Sinn, diese Glyphe zu benutzen, weil wir alle 30 Sekunden den Schaden um 20% verringern können. Mit der Glyphe Urteil des Templers kann man das natürlich auf 30% erhöhen. Ne? Dann, genau, Hand auflegen, die Abklingzeit wird um 50% verringert. Bringt uns in der Arena und im RBG gar nichts, weil Hand auflegen da gar nicht funktioniert. Auch nicht, wenn
das hat ja 10 Minuten Cooldown. Durch dieses Talent wird das auf 5 Minuten verringert. Ist trotzdem nicht nutzbar. Kann man sich drüber streiten. Ich finde es eigentlich... Gut, ich finde, wenn man das Talent hier benutzt, müsste Hand of Link eigentlich benutzbar sein. Oder man müsste dieses Talent noch etwas anpassen. Dass dann zum Beispiel noch irgendwas dazukommt. Weil ansonsten ist es irgendwo ein bisschen mager. Aber gut, das ist an sich so eine Geschmackssache. So, mehr gibt es da leider nicht mehr so viel zu sagen. Wir kommen zum nächsten. Das ist leider, oder mehr oder weniger das Stärkste in der Reihe. Das ist Erbarmen. Und zwar, all eure Handzauber verfügen jetzt über 2 Aufladungen. Das heißt, wie ihr seht hier vielleicht diese kleine 2 dabei. Das heißt, ich kann jetzt einmal die Hand der Freiheit wirken. Ich klicke sie weg. Ihr seht hier, der kleine Cooldown läuft nebenbei. Das seht ihr die Zahl in der Mitte. Und ich habe aber noch die 1 hier stehen. Zack, denn ich habe noch eine Aufladung. Klicke sie weg. Und jetzt läuft ganz normal der Cooldown weiter. Für eine Aufladung, ne? So. Hat natürlich den Vorteil, wir haben die Hand der Freiheit 2-mal. Wir haben die Hand des Schutzes 2-mal. Und wir haben natürlich die Hand der Aufopferung 2-mal. So, und am wichtigsten ist es eigentlich, ist das hier mit und das Wichtigste, weil wir damit einfach 2 Leute rausholen können. Und zwar, wenn jemand in der Eisfalle ist, von einem wenn unser Heiler in der Eisfalle ist oder wenn also sobald er irgendwie magisch festgehalten wird, eine Eisfalle schiebt zum Beispiel, sind die einfachsten Beispiele, dann macht man es drauf und dann kann man sie rausholen. Oder man kann es, wenn man zum Beispiel genau weiß, ich komme selber gleich in die Eis, in Schieb oder so, dann gibt man schnell auf einen seiner Mitspieler, der Schaden kassiert, die Hand, das Schieb kommt, das Teammitglied kriegt Schaden, Schaden wird übertragen, Schaden bricht Schieb, man ist wieder draußen, da muss man, also gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Natürlich auch 2-mal die Hand des Schutzes, 2-mal die Hand der Freiheit, wenn man an jemanden rankommen will oder wenn man, im TK, die sind ja alles andere als mobil. Man hat 2 Aufladungen für die. Falls die eine geklaut wird, kriegt der nächste oder weiß der Geist, es gibt so viele Anwendungen. Und es ist brutal praktisch, 2 zu haben. Und ich kann es ist leider, wenn man sich da wirklich dran gewöhnt hat, ist es schwierig, wenn man dann mal auf unbeugsamer Geist oder auf die Hand der Reinheit geht. Ja? Es ist leider das stärkste Talent. Ich bin der Meinung, dass hier, also das wurde ja erst angepasst. Ich bin der Meinung, dass hier vielleicht noch eine Anpassung stattfinden müsste. Aber gut, das ist Ansichtssache. Also wie gesagt, es ist leider, es ist passiv Erbarm, es ist eigentlich das Stärkste in der Reihe. Ja, es übertrumpft also eigentlich unbeugsamer Geist in den meisten Fällen. Die Hand der Reinheit nicht immer. Wenn sehr viel Dodge-Schaden im Spiel ist, ist die Hand der Reinheit oft mal die bessere Wahl, aber es kommt immer aufs gegnerische Setup drauf an. In random, also wenn man in reinen BGs ist, was zum Beispiel bei mir der Fall ist, hauptsächlich, dann ist eigentlich Erbarmen immer die Wahl, weil es gibt... Die anderen beiden, das ist kein Support für andere, das ist hauptsächlich für uns. Eine Hand der Reinheit ist eine einzige Hand. Klar, die hat einen niedrigen CD, aber 30 Sekunden. Aber es ist eigentlich keine Option von Random BG. Da ist die Hand, da ist Erbarmen mit Doppelaufladung einfach deutlich besser, weil man allein mit der Hand des Schutzes zwei Leuten, zwei Heilern zum Beispiel mal einfach mal den Popo gegen jeglichen Melee-Schaden retten. Von daher, in diesem Sinne... Wenn ihr, wie gesagt, Fragen, Anregungen habt oder mich verbessert, weil ich irgendeinen Blödsinn erzähle, kann ja passieren, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch was und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!